Hallo zusammen. Und wieder beginnt eine Sitzungswoche. Diese ist geprägt vom Haushalt, von dem Geld, das wir im nächsten Jahr zur Verfügung stellen, um gute sozialdemokratische Politik für Deutschland zu machen. Aber es geschieht noch mehr in dieser Woche. Heute beispielsweise ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Wisst ihr, jede dritte Frau in Deutschland ist von Gewalt betroffen. Dies wollen wir heute zeigen, dort wollen wir vorgehen, dort wollen wir etwas tun. Anschließend heute Abend werde ich eingeladen sein bei einem Pressedinner, bei dem wir 24 Journalistinnen und Journalisten begrüßen. Es wird aber auch in dieser Woche noch mehr geben. So habe ich diese Woche ein Gespräch mit Richard Grenell, dem amerikanischen Botschafter. Sicherlich will er mir sein 2%-Ziel verkaufen, aber habt keine Angst, ich werde nicht wanken. 2% sind nicht erforderlich, sie sind Unsinn. Am Wochenende werde ich nach Türkheim fahren, um bei der Arbeit der Wohlfahrt vorbeizusehen, 100 Jahre zu gratulieren, um dann Ende dieser Woche am Sonntag mit der Verteidigungsministerin mich auf die Reise zu begeben. Zuerst nach Kroatien, nach Split, dann in den Kosovo, nach Pristina und von dort nach Afghanistan, um unsere Soldatinnen und Soldaten und die Sicherheitslage zu sehen. Ihr seht, außer den vielen sonstigen Plenarterminen in Berlin, es gibt was zu tun. Beobachtet es, schaut rein, schaut vorbei, eine gute Woche.